Der LASK hat am Wochenende anderen die Tabellenführung überlassen. Das ist sehr großzügig, vielleicht sogar clever, denn abgerechnet wird zum Schluss. Das weiß auch unser Experte Manuel Ortlechner. Hallo. Servus. Frei nach Trapattoni, war Flasche leer. Letzte Runde jetzt gegen die Austria. Ja, und die Austria hat es auch sehr clever gemacht, das muss man auch fairerweise festhalten. Die haben sehr gut das Defensivkonzept an den Tag gelegt und haben es ihnen wirklich schwer gemacht. Und der LASK war natürlich auch personalbedingt am letzten Zahnfleisch daherkriechend. Ja, sie konnten die Austria nicht knacken an dem Tag. Ja, ist jetzt großes Heulen und Zähneknirschen angesagt oder eh wurscht? Na, wurscht ist sicher nicht, weil ich denke, man wollte sicher dieses Ziel erreichen, dass man über Winter am Top auf der Tabelle. Aber das ist nicht gelungen, aus verschiedensten Gründen. Aber die Leistung war absolut in Ordnung und war eine spielbestimmende Mannschaft. In vielen Statistiken waren wir auch nach dem Spiel vorne, aber es bringt nichts, wenn man die Riesenchance in letzter Minute liegen lässt. Ja, aber alles darauf zuzuspitzen, das wäre jetzt dem Renner gegenüber auch nicht fair. Würde ich auch gar nicht machen, aber natürlich, es gab die Chance, diesen Lucky Punch in der letzten Minute zu erzielen. Und wenn man die Chance kriegt, dann will man es natürlich schon mitnehmen, unabhängig, wer dann den Elfer eigentlich dann verschießt oder nicht. Jetzt haben wir so viel über die Partie gesprochen, jetzt wollen wir natürlich bewegte Bilder sehen. Otto Rosenauer fasst für uns zusammen. Austria-Torhüter Patrick Penz wird beim Heimspiel gegen den LASK der große Held. Sichert seinem Team in letzter Sekunde mit einem gehaltenen Elfmeter einen Punkt. Die Wiener beginnen von rechts nach links, 13. Minute, es gibt den perfekten Konter. Im eigenen Stadion, Benedikt Pichler verlädt Madsen. Staubtrockener Abschluss, die Austria führt mit 1:0, drittes Saisontor von Pichler. Der LASK kontrolliert das Spielgeschehen, gibt auch das Tempo vor. 22. Minute, es gibt den Ausgleichstreffer. Thomas Geuginger mit dem Traumtor. Auch für ihn ist es sein drittes Saisontor. Der Austrianer Teigl rutscht davor noch unglücklich weg. Das war kein Foulspiel von Madsen. Herrliche Schusstechnik. Zur Pause steht es 1. Beide Mannschaften haben in der Schlussphase Chancen auf den Siegtreffer. 81. Minute. Wiesinger scheitert am bärenstarken Penz. Und nur 2 Minuten später vergibt auf der Gegenseite Teigl aus Sicht der Austria. In der Nachspielzeit gibt es Freistoß für den LASK. Eggestein führt aus. Grünwald hält Trauner zurück. Grünwald sieht innerhalb von nur wenigen Momenten die gelb-rote Karte. Es gibt Elfmeter für die Linzer. René Renner übernimmt Verantwortung, scheitert tatsächlich an Patrick Penz. Der LASK vergibt in allerletzter Sekunde die Chance auf das 2:1. Und durch das Remis verpasst das Team von Dominik Thalhammer auch den Sprung an die Tabellenspitze. Ja, wir haben gewusst, dass ein schwieriges Spiel werden wird. Die Austria verteidigt sehr gut, setzt auf ihre Konter und da haben sie immer wieder Nadelstiche gesetzt. Ich glaube, ihr Matchplan ist voll aufgegangen. Aber ich glaube, wir haben auch phasenweise guten Fußball gespielt, sind auch immer in die Zwischenräume gekommen und haben es dann vielleicht nicht ganz so gut zu Ende gespielt. Ein bisschen das Glück hat vielleicht auch gefehlt, aber ja, brauchen wir jetzt nicht hadern. Ich glaube, es war trotzdem ein guter Auftritt von uns. Schade halt, dass wir es mal wieder nicht geschafft haben, ganz vorne an die Tabellenspitze zu klettern. Gernot Trauner, er ist die Nummer 1 des Sky Sport Player Index. Ja, objektivierte Werte haben Gernot Trauner da noch ganz oben gehievt, finden Sie bei uns im Internet. Dominik Thalhammer wird das gefallen, der mag das. Ja, ich auch. Ich bin auch ein Fan von objektiven Daten. Da geht es dann nicht um Sympathie oder Antipathie, wie steht so ein Spiel, sondern einfach, was bereitet mir die Maschine im Hintergrund auf. Sie stimmen nicht zu 100% immer. Da gibt es auch, manchmal kritisch auch gewissen Werten gegenüber, weil ich habe manchmal Spiele gehabt, wo ich Zweikämpfe bewusst verloren habe, speziell Kopfballduelle, weil ich gewusst habe, das war abgesprochen mit einem Verteidigerkollegen. Also 99,99% stimmen das aber trotzdem, was da hinten gerade aufscheint. Wie würdest du den Herbst zusammenfassen beim LASK? Es hat ja im Sommer doch einen Umbruch gegeben, zwar eher das Trainerteam betreffend, aber ist im Grunde nahtlos weitergegangen oder sogar vielleicht ein bisschen mehr? Ja, Respekt vor den gezeigten Leistungen, nicht nur national gesehen, sondern auch international, so wie uns der LASK vertreten hat, jetzt gesamt Österreich, ähnlich auch jetzt der WRC oder die Salzburger, natürlich auch mit Abstrichen die Rapidler, das war schon à la Bonheur. Ich finde, man hat eine tolle Saison wieder hingelegt, man ist immer besser in Tritt gekommen, auch mit je mehr Runden gespielt wurden. Ich glaube auch, dass keine Mannschaft in Österreich es so gut versteht, auch Doppel- oder Dreifachbelastung standzuhalten. Ich denke auch, die Konstellation neu, die es da gibt, auch im Trainerteam mit dieser Kompetenzenverteilung, ist auch etwas Neuartiges so in der Form in Österreich. Und ich glaube, man kann der Zukunft sehr, sehr rosig entgegenblicken. Ja, dann hören wir rein. Dominik Thalhammer hat analysiert und von Peter Michal gibt es sogar so etwas wie eine Kampfansage.
Wir werden daran arbeiten, peu à peu noch besser zu werden. Also wir haben viele Punkte gefunden, wo wir uns einfach noch steigern können, wo wir uns verbessern können, wo wir noch Schritte voranmachen können. Und ich denke, wenn uns das gelingt, dann werden wir viele Siege einfahren im Frühjahr und dann werden wir sehen, wo wir am Ende stehen. Und das klingt schon nach Zinnmeister. Wie gesagt, also wir haben ein sehr, sehr prozessorientiertes Denken bei uns und da wollen wir einfach besser werden und haben wir viele, viele Messdaten, KPIs, die wir uns auch herausnehmen, um zu sehen, ob wir besser werden in den Bereichen. Und grundsätzlich, wenn diese KPIs gut sind, dann spielen wir auch gut und fahren viele Siege ein. Und ich hoffe, dass es viele im Frühjahr sein werden. Ich denke, wir haben das ganze Frühjahr gezeigt, dass wir eine richtig gute Mannschaft sind, egal ob es international war oder eben jetzt national. Wie gesagt, wir hätten heute die Chance auf die Tabellenführung gehabt, die hätten wir uns verdient. Und im Frühjahr fällt dann die Doppelbelastung weg und wir können uns jede Woche auf einen Gegner vorbereiten. Und ja, wir werden gewappnet sein und die Gegner können sich warm anziehen. Ja, wer KPIs liefert, kann performen. Warte, was sind KPIs? Key Performance Indikatoren. Ich komme aus der Startup-Welt, also du brauchst das nicht großartig erklären, aber ich finde es gut auch, dass da vielleicht eine neue Sprache auch Einkehr hält im Fußball. Ja, oh ja, ich bin ein großer Fan, du weißt, ich bin auch gewissermaßen datengetrieben, deswegen finde ich es ganz gut, auch die Wordings von Herrn Thalhammer. Ist es auch irgendwo Zeitgeist? Muss man auch diese Sprache sprechen, weil es eben auch die Spieler sprechen? Ja, ob es Zeitgeist, ich denke schon, also so funktioniert die Welt ist ja digital, es ist ja nicht immer nur auch negativ zu sehen, sondern es gibt auch sehr, sehr viel Positives. So viel Hilfe, wie es jetzt gibt für einen Spieler, gab es ja überhaupt, denke ich, noch nie. Ist es immer Hilfe? Oder ist es vielleicht ab und zu auch ein wenig verkopft, im Endeffekt müsst ihr die Partie gewinnen? Ja, es kommt ja auch darauf an, die vielen Daten, die es gibt, wie gefiltert, gebe ich die auch dann an den Spieler weiter und dann, was macht der Spieler auch daraus? Also ich denke, da gibt es viele Einflussfaktoren auch, die das dann beeinflussen. Aber ich bleibe dabei, es gibt viele Möglichkeiten. Die Frage ist, was macht man daraus? So ist es. Welche Möglichkeiten sollte der LASK im Winter, Stichwort Transferzeit, wahrnehmen? Was immer zu hören ist, das ist ja auch kein Geheimnis, man sucht noch oder braucht noch einen Zentrumstürmer, nachdem Ragusa diese unnötige. Ja, das drückt so sagen, ja, natürlich. Und naja, da ist Alex Schmidt bei St. Pölten, den man dorthin verliehen hat, jetzt immer mehr im Fokus gewesen. Braucht man einen Brecher vorne noch, um das Spiel noch ein wenig variabler zu gestalten vielleicht? Also jein, man könnte es natürlich schon auch so weitergestalten, wie man es jetzt macht. Ich glaube, man spielt jetzt schon sehr, sehr erfolgreich, aber natürlich würde er ihnen auch gut reinpassen ins Konzept. Aber auf der anderen Seite, der hat einen laufenden, gültigen Vertrag bis Sommer. So ist es. Und die Frage ist, sollte man jetzt eine Ablöse für einen Spieler, den man da hingeht, das würde überhaupt keinen Sinn machen. Deswegen glaube ich auch nicht wirklich daran, dass das vor Sommer passieren wird. Vielleicht tut es ihm persönlich in seiner Karriere auch sehr gut, dass er die Monate jetzt auch noch dort spielt. Auch dort ist er gut aufgehoben, er entwickelt sich gut, hat dort auch einen sehr guten Trainer, gutes Umfeld auch dem, das ihm dort geboten wird. Ich glaube, der LASK ist nicht wirklich jetzt auch in einer Situation, wo sie handeln müssen. Ist auch eine schöne Situation. Ja, definitiv. Und es gibt auch an allen anderen Positionen de facto überhaupt keinen Bedarf, oder? Überhaupt nicht. Und die, würdest du was orten? Nein, und auch die verletzten Spieler, die man jetzt leider beim letzten Spieltag, auf den man nicht zurückgreifen sieben konnte. Sieben insgesamt, die kommen ja auch wieder. Richtig, die kommen auch wieder retour. Dazu ist so, dass man mit Golgi und Botswana auch wieder fast so in Anführungszeichen zwei Neuzugänge zur Verfügung hatte. Also der Kader ist eigentlich prall gefüllt, wenn ich so sagen darf. Natürlich, wenn man so wie der LASK auf so vielen Hochzeiten tanzt, leider nicht mehr international, dann braucht man auch so einen guten Kader, einen ausgewogenen Kader. Aber dass man die Liga erfolgreich bestreitet und die Salzburg auch weiter fordert, denke ich, ist es nicht einmal wirklich ein Transfer vonnöten. Einen großen Umbruch gibt es aber beim LASK, nämlich einen Abbruch. Auf der Google-Zeit ist worden, würde ich sagen. Dennoch ein bisschen, naja, Wehmut und Gefühle kommen schon auf, wenn wir auf dieses Oval sehen, das uns jetzt wirklich so lange, lange speziell Zeit. Speziell bei dir als Linzer. Als Linzer, ja, muss ich schon sagen, ist es schon irgendwie mit Gefühlen aufgeladen. Aber recht schön war es nicht. Danke. Danke, dass auch du das sagst. Trotz deiner Linzliebe. Also ich war auch nie ein großer Fan, wenn ich dort spielen musste. Es war mir einfach zu weit. Es ist auch nicht mehr zeitgemäß, wenn wir schon bei zeitgemäß sind. Die Fußballstadien, finde ich, bin ein großer Fan, die sollen eng und kompakt sein, dass sie eine Stimmung überträgt. Eng und kompakt, das ist ein gutes Stichwort. Das neue LASK-Stadion. Das wird nämlich genauso werden. Es ist schon auf dieser Animation ein Knaller. Ja, wir können schon sagen, das wird wahrscheinlich das schönste Stadion Österreichs werden. Die Vorfreude ist riesig. Mein Riesenwunsch, glaube ich, auch von allen ist, dass wir vom Tag 1 weg ein volles Stadion sehen und dass wir da alle Fußball schauen gehen dürfen. Und das vielleicht auch schon heute im Frühjahr wieder. Ja, soll so sein. Aber jetzt geht es dann vorerst noch nach Pasching, dass das Spielfeld auch ein wenig kleiner.
Was kann das, was wird das verändern auch am Spiel des LASK oder am Spiel der Gegner, die ja eher am Verteidigen sind, wenn sie beim LASK spielen? Am Spiel der Linzer nicht wirklich viel, aber die Gegner wahrscheinlich werden es anders angehen. Und man hat es jetzt gegen die Austria sehr, sehr gut auch gesehen, wenn man ganz tief steht und da zwei Ketten aufzieht und die sehr diszipliniert zu Werke gehen, dann hat es der LASK jetzt zum Beispiel am Wochenende nicht verstanden, auch da die Lösungen zu kriegen. Und da sind sie vielleicht jetzt gefordert in dieser Zeit, auch bis zum Start der Frühsaison, dass man sich da auch Lösungen einfallen lässt. Speziell die Trainerteam ist da gefordert, weil ich glaube, das wird auf sie zukommen dann. Ja, und was in Pasching ja auch gegeben ist, ist die Nähe der Fans zu den Spielern. Und die Fans, bitte, kommendes Jahr. Das soll es dann wieder klappen. Und das ist dann wieder der gelebte Heimvorteil, wenn alles so pickepacke voll ist, so eng. Ja, ich denke schon, auch jetzt, was so wirtschaftlich oder gesamt volkswirtschaftlich passiert, auch Richtung Testen, Impfen, ich habe ein gutes Gefühl, dass wir im neuen Jahr, im Frühjahr dann endlich wieder auch zu sehr sehen werden. Wird der LASK Meister? Kann sein. Ja, wäre Blödsinn, weil ich kann ja nicht in die Zukunft sehen, aber die Chance ist gegeben. Du kannst dich festlegen. Aber es gibt auch noch andere Kandidaten, so fair müssen wir auch sein. Also es ist sehr eng beisammen, vier Mannschaften sind auf einem Punkt beisammen, aber der LASK wird ein mehr als gewichtiges Wörtchen mitreden, haben sie unter anderem letzte Woche eindrucksvoll bewiesen. Was wird ausschlaggebend sein? Ja, dass man das Niveau hält. Also sie müssen, wenn sie es schaffen, dass sie so wie, ich nehme jetzt wirklich die Salzburg-Spieler als Messlatte, wenn sie das regelmäßig abrufen können, dieses Potenzial, dann werden sie sehr schwitzen in Salzburg. Okay, wir sind gespannt. Orte, vielen Dank für deine Analysen das ganze Jahr über. Gerne. Wir freuen uns schon auf das Kommende. Danke an Sie fürs Dabeisein. Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und bitte bleiben Sie gesund. Na, Weihnachten. Ja.